Mahlzeiten, herzlich willkommen bei der Whiskgalerie. Mein Name ist Philipp und zu meiner Rechten, wie auch schon die letzten Wochen, der Kollege Chris. Bevor wir das Video beginnen, an dieser Stelle erstmal ein dickes, fettes Dankeschön für 200 Abonnenten. Wir haben sozusagen unseren nächsten Meilenstein erreicht. Geile Sache. Vielen Dank für Kommentare, für positive Kritik, sind wir für alles offen. Deswegen gibt es auch eine kleine Erneuerung in unserem Kanal. Und zwar wird die nächsten Videos immer rechts oben eine kleine Infokarte aufplöppen, in der ihr für unseren nächsten Whisky abstimmen könnt. Das erleichtert uns auf der einen Seite natürlich die Auswahl des nächsten Whiskys und auf der anderen Seite kommen wir den Zuschauerwünschen so ein bisschen entgegen. Was haben wir denn für den nächsten Whisky zur Auswahl? Ja, wir haben da drei Whiskys zur Auswahl. Da steht so, das Ganze steht so ein bisschen unter dem Motto Weinfinishes. Und zwar, wir haben da einmal zwei Whiskys aus dem Hause Tully Bardins, speziell gesagt aus der Marquis Collection. Einmal den schon relativ bekannten Châteauneuf des Papes. Eine Neuerscheinung, und zwar den mit dem Masala-Finish. Und der dritte Whisky, auch eine Neuerscheinung, der bleibt noch 17 Jahre, Californian Red Wine Finish. Und genau jetzt sollte hier rechts oben das i aufploppen, da einmal draufklicken, den Whisky, den ihr gerne ja, sehen wollt, da auch einmal draufklicken und dann werden wir den wahrscheinlich nächste Woche dann schon vorstellen. Davon gehe ich aus. So, kommen wir zur heutigen Verkostung. Wir haben heute einen Kentucky Straight Bourbon für euch, und zwar den Woodford Reserve. Ja, ist unser erster Bourbon, ne? Ist unser allererster Bourbon. Also, den wir auf dem Kanal verkosten. Genau. Auch generell, so viele Bourbons haben wir jetzt auch noch nicht probiert. Ja, deswegen müssen wir an sich mal nachlegen. Genau. Was gibt's denn dazu Geschichtliches? Ja, geschichtlich nicht so viel. 1812 gegründet von dem guten Elijah Pepper. Der hatte eigentlich diese Brennerei nur eröffnet, damit er da sein, wie hieß er nochmal, Old Pepper Whisky herstellen konnte. 200 Jahre später steht genau aber auf diesem Grundstück eine der mittlerweile namhaftesten amerikanischen Brennereien, nämlich Woodford, welche mittlerweile auch zu dem Brown-Forman-Konzern gehört seit 1941. Konzern ist ja relativ bekannt. Der Konzern, dem gehören auch Jack Daniels und unter anderem seit dem Kauf 2016 der Benriach Company auch Benriach, Glenglassaugh und Glendronach. Ja, aber warum ist Woodford überhaupt so berühmt? Das liegt unter anderem daran, dass sie als einzige amerikanische Brennerei auf Potstills brennt. Ist unüblich, weil Bourbon normalerweise auf Destillationskolonnen gebrannt wird. Und zusätzlich wird dieser Whisky auch noch dreifach gebrannt. Gerade dieser Destillationsprozess ist sehr interessant, weil die da so ein spezielles Verfahren haben, wo bei dem ersten Brennverfahren Treber und Würze nicht voneinander getrennt werden, sondern es kommt beides so, wie es ist, einfach in den Apparat rein und wird gebrannt. Erst danach werden diese Rückstände rausgenommen und die Flüssigkeit wird noch ein zweites und drittes Mal gebrannt. Eine zweite nennenswerte Besonderheit ist auf jeden Fall, sind die Fässer bei Woodford. Die werden nämlich, bevor die Daumen zu einem Fass zusammengeschustert werden, werden diese nach draußen gebracht und den Wetterbedingungen ausgesetzt. Das Ganze 9 Monate lang. Dadurch werden die schon ein bisschen vorbehandelt und das soll wohl so ein bisschen diese Bitterstoffe aus diesen frischen Fässern rausnehmen. Ja, und heute haben wir aus dieser Brennerei einen Whisky, den wahrscheinlich jeder kennt. Und zwar ist der Distiller Select eigentlich in jedem gut gefüllten Whisky-Regal wiederzufinden. Ja, wir wollen jetzt mal mit euch diesen Namen Kentucky Straight Bourbon so ein bisschen auseinanderpflücken. Wofür steht das überhaupt? Fangen wir mit Bourbon. Bourbon, 51% Maisanteil. Der Brand, der aus der Brennblase kommt, darf höchstens 80 Volumenprozente haben, wird danach auf mindestens 62,5 Volumenprozente runtergedünnt. Straight, wofür steht Straight? Straight schärfer dafür, dass dieser Bourbon keine Zusatzstoffe enthalten darf. Mindestens 2 Jahre in frischen amerikanischen Eichenfässern gelagert ist. Und wenn man diesem Whisky keine Altersangabe entnehmen kann, das heißt, es nicht wirklich auf der Flasche vermerkt ist, dann ist dieser Whisky mindestens 4 Jahre alt. Zum Schluss Kentucky. Kentucky heißt einfach nur
dass der Whisky dort gebrannt wurde und auch mindestens ein Jahr dort gelagert wurde. Das wissen wir allerspätestens seit Jasons Livestream. Ja, da hat er einfach mal so pauschal gesagt, Bourbon, 2 Jahre mindestens Lagerung. Und hat er uns ja so ein bisschen zurechtgewiesen, oh Jungs, da müsst ihr aber nochmal ran. Danke an dieser Stelle. Ja. So, gucken wir uns mal den Whisky an. Der wird mit 43,2 Volumenprozenten abgefüllt. Dem Straight entnehmen wir, dass er nicht gefärbt ist. Und auch keine Altersvergangenheit besitzt. Sprich, der ist mindestens 4 Jahre alt. Ich meine, ich hatte sogar mal gelesen, dass er 6 Jahre alt sein soll. Bin mir jetzt aber nicht mal ganz sicher. Ich meine, ich hatte es irgendwo mal unter irgendeinem Video von jemandem, der schon mal verkostet hat, entnommen. Whisky steht das schon auch ungefähr 10 Minuten, 10, 15 Minuten, haben wir schon vorher eingeschüttet. Also direkt... Süßer Honig. Ja, also direkt eine richtig deftige Süße. Das liegt auch einfach an diesem hohen Maisanteil. Der bringt einfach so eine Grundsüße mit in diesen Bourbon. Also so, ich habe hier so Vanille, Zuckeraroma und Honig, was du auch schon gesagt hast. Ganz süßer Honig, Vanille. Ja. Für mich hat dieser Bourbon auch ganz viel Ähnlichkeit mit den irischen Whiskys. Der ist sehr weich. Ja, ist wirklich weich. Bin ich ganz sehr süß, weich, Honig. Aber ergänzend dann noch dieser Bourbon-Charakter, diese extreme Süße und... Die Klebstoffnote darf man nicht vergessen, die ist nicht drückend, die ist nicht kräftig, die schwirrt so ein bisschen hinten rum weg. Ja, weil gerade bei Bourbons, wir haben schon da einiges probiert, nicht viel, aber leider das wir probiert haben, die meisten hatten einen richtig, richtig heftigen Klebstoffgeruch, der überdeckt dann fast alles und also ist dann überhaupt gar nicht mehr mein Fall. Also was man sagen kann, die Nase ist nicht wirklich komplex, da wird man keine großartigen Aromen rausriechen, aber die Aromen, die man rausriecht, die sind so schön harmonisch einfach. Genau, die sind sehr, sehr harmonisch. Irgendwer hatte mal gesagt, von den Whisky-YouTubern, ich weiß auch nicht mehr, wer das gesagt hatte, dass so eine Kirschnote da drin ist, bin ich dabei, aber es ist für mich eher so eine künstliche Kirsche, was in Richtung diese Haribo. Ja, Haribo Gummibärchen. Ja, man kann viele Whisky auch auf Haribos zurückführen. Vielleicht eine günstige Alternative zum Whisky? Ja. Wäre schön. Wobei die Nase doch schon recht vielversprechend ist. Also, ja, gefällt mir ganz gut. Ist nicht komplex, aber sehr sanft, sehr weich. Und die Aromen, die man dann hat, die sind gut. Die sind vielversprechend. Ja, sollen wir probieren? Cheers. Cheers. Ja, wie auch die Nase, es sind keine wirklichen Highlights dabei. Ja. Samt, weich, süß, Holz. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Bisschen Würze ist dabei. Ja, genau, Würze. Ganz kleine Würze hat man doch schon. Und wie gesagt, sehr leicht, sehr ölig. Der ist einfach so ein Easy Drink Whisky, All Day Dram. Genau. Wenn man mal gerne einen Bourbon probieren möchte. Ich finde das ein guter Einstieg. Ohne da jetzt diesen billigen Fusel aus dem Supermarkt zu holen und oder tief in der Tasche greifen zu müssen, ist das schon für zum Beispiel für den Blend & Go, da zahlt es ja auch schon. Ja, das ist ein Premium. Das ist halt ein Premium-Bourbon. Ja, der ist richtig geil. Für Anfänger überhaupt nicht geeignet. Deswegen, also das ist so ein gutes Mittelmaß, finde ich. Das ist für Leute, die da reinkommen wollen, Aromen verkosten möchten, auch nicht gleichzeitig erschlagen werden möchten. Ja, gerade von dieser Bourbon-Note, wenn man vorher viel Scotch getrunken hat,
ist man oftmals, da nehme ich mich persönlich jetzt auch nicht raus von dieser Bourbon Note am Anfang, so ein bisschen geblendet. Ja, also. Ja, ja, das ist sehr gewöhnungsbedürftig. Ja. Aber das ist jetzt hier alles, hält sich das schön im Rahmen? Ja. Für mich war das nämlich auch so, als ich vom Scotch, ich bin jetzt nicht wirklich auf den Bourbon umgestiegen, allerdings war das teilweise sehr eintönig. Man hat viel nur ein Aroma rausgerochen, das war diese Klebstoffnote am Anfang. Ja, und diese extreme Süße. Und diese extreme Süße. Ja. Mittlerweile hat man einen süßen Honig, eine Vanille rausgerochen. Also, ich bleib dabei, der ist nicht sonderlich komplex. Ein All-Day Dram halt. Und ja, für den Preis, ich meine, 32 Euro, was kostet? Oder? Ja, ungefähr 30. 30, sagen wir 30. Ist in Ordnung. Ja. Was mir da jetzt spontan einfällt, im ähnlichen Preissegment findet sich beispielsweise auch der Evan Williams Single Barrel wieder. Den hatten wir auch auf der Messe probiert. Mhm. Den finde ich noch ein ganzes Stück besser. Ja, zu dem kommt auch nochmal bestimmt ein Video. Das eine ja, oder andere haben wir auch von einer kleinen Probe bekommen. Ja, ich finde den ähnlich gut wie den Evan Williams Bottled in Bond. Da haben wir nämlich ein kleines Pröbchen von dem guten Wolfgang Z bekommen. Und die finde ich gleich gut. Der Bottled in Bond kostet aber mal eben 7-8 Euro weniger. Ja. Ja, schwierig. Ja, Evan ja, Williams hat es mir schon auf der Messe angetan. Ja, bin auch ein kleiner Fan jetzt von geworden. Ja. Dann haben wir den White, den Black und halt den Single Barrel probiert. Echt eine tolle Brennerei. Und welchen ich mir natürlich nur wünsche, ist der Angel's Envy. Das ist mein Traumbourbon, den möchte ich immer noch mal hier probieren im Umkreis. Den habe ich in Amerika getrunken, der war geil. Aber jetzt ohne groß abschweifen zu wollen, kommen wir zur Bewertung. Willst du anfangen oder ich anfangen? Ja, ich meine, der kostet knapp 30 Euro, ist ein guter Einsteiger-Bourbon, auch schon ja, jetzt ein All-Day-Dram, definitiv. Ja. Preis-Leistung stimmt an sich, finde ich. Ich würde ihm 3,5 Sterne geben. Ja, bei mir ist es ein halber Stern jetzt weniger. Mir fehlen einfach so ein bisschen die Highlights. Es ist einfach ein leicht zu trinkender Whisky mit einem Preis-Leistungs-Verhältnis, das okay ist. Ist ein guter Einstieg in die Bourbon-Welt, wenn man nicht gerade von diesen Charakteristiken, von diesen heftigen Charakteristiken, die so ein Bourbon mit sich bringt, erschlagen werden möchte, würde ich dem jedem empfehlen, der mal Bourbon verkosten möchte. Deswegen von mir solide 3 Sterne. Gut, dann bleiben wir dabei. Du gibst 3, ich gebe 3,5. Vielen Dank fürs Zuschauen, vergesst das Abstimmen nicht und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.